Willkommen zum dritten Teil der Dune Spice Wars Tutorial-Reihe, diesmal mit dem Haus Harkonnen und dem Baron Wladimir Harkonnen höchstpersönlich, Badass Number One. Wir fangen wieder wie bei den Atreides mit den Fraktionsboni an, da geht's wie folgt los. Erstens, ermöglicht die Verwendung der Fähigkeit Unterdrückung bei Harkonnen-Dörfern. Den Harkonnen steht die Möglichkeit zur Verfügung, ihre eigenen Dörfer zu unterdrücken. Das schaut dann wie folgt aus. Wir haben hier ein Dorf, das 27 Spice produziert und 8 Solari. Und wir haben hier den Button Unterdrückung. Der sorgt dafür, dass der Output des Dorfes extrem gesteigert wird, auf Kosten von 20 Arbeitskräften. Der Output geht dann von 27 auf 83 und von 8 auf 26 hoch. Das sind zwei eine Minute Spielzeit. Das ergibt und entspricht ungefähr 2 Tagen innerhalb des Spiels. In dieser Zeit ist die Ressourcenproduktion um 200% gesteigert, die Gebäude werden um 200% schneller errichtet und die Milizen werden um 20% schneller gebaut als zuvor. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, kommt dafür eine bittere Pille zu tragen. Sobald diese Zeit abgelaufen ist, schwingt es dann um. Statt 200% plus machen wir 50% Minusproduktion, die Gebäudegeschwindigkeit der Bauzeit geht erhöht, dauert länger und die Milizenausbildung dauert auch länger. Und es gibt eine Chance, dass täglich, also innerhalb dieser Zeit wieder, diesmal sind es aber insgesamt 3 Tage, innerhalb dieser Zeit besteht halt die Möglichkeit, dass Rebellen aus dem Dorf spawnen und dieses halt dann belagern. Dazu müssen wir dann Truppen in der Nähe haben, die den Rebellen den Garaus machen. Ist die Zeit, die hier vorher war, für das Auswählen dieses Buttons abgelaufen, also die eine Minute, könnten wir jetzt rein theoretisch sofort wieder den Button betätigen. Es beginnt wieder die Zeit zu laufen und wir haben diese beiden Punkte, die gegeneinander laufen. Also wir haben da nicht 200%, sondern nur 140. Der Output ist auch irgendwie nur halb so hoch. Es ist also nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Und sobald die eine Zeit abgelaufen ist, diese hier wieder voll zu tragen kommen. Und dann geht das auch direkt schon wieder damit weiter. So, und sobald dann die negative Zeit-Cooldown abgelaufen ist, haben wir wieder den vollen Output, aber nur in dementsprechend kurz, weil der Negativ-Cooldown in Spielzeit ungefähr 3 Tage beträgt, während der positive nur 2. Ich empfehle also daher, immer abzuwarten, bis der Negativ-Cooldown abgelaufen ist. Auch wenn die Chance mit 10% sehr gering ist, kann es sehr wohl sein, dass halt eine Rebellion ausgelöst wird. Riesige Produktion minus 100%, Autorität Instandhaltung plus 1 und das Dorf ist besetzt, wenn wir keine militärischen Einheiten in der Nähe haben. Und hier haben wir 2 Rebellen. Diese halten jetzt das Dorf besetzt, bis wir unsere Truppen einsetzen, um denen den Garaus zu machen. Unsere Hauptbasis dank der Nähe spielt noch ein bisschen mit, aber im Normalfall haben wir diesen Vorteil halt nicht. Dann müssen wir uns hier um die Rebellen kümmern. Sobald ihr alle Rebellen besiegt habt, herrscht wieder Normalität in dem Dorf. Ihr könnt in dem Fall euren Ernter wieder auf Tour schicken und die Truppen wieder abziehen. Zweitens, ermöglicht den Einsatz von Korruption bei Landsratresolutionen und führt zum Verlust von Ansehen im Landsrat für die gewählte Fraktion. Als Harkonnen können wir im Landsrat eine Korruption ausspielen. Mit dem Einsatz von 70 Ansehen, die wir unter Spionage verdienen, können wir hier sagen, dass die nächste Fraktion oder die Fraktion, die diese Abstimmung hier gewinnt, ein Malus bekommt, und zwar wie folgt. Die gewählte Fraktion erleidet 30% Ansehensverlust im Landsrat. Sobald die Abstimmung dann beginnt, sehen wir hier den Harkonnen-Makel, den wir ausgelöst haben durch unsere Korruption. Dann müsst ihr natürlich hier zwangsweise einer dieser Fraktionen wählen, zum Beispiel Haus Atreides, und eure Stimmen da reindrücken. Es gibt nämlich auch ein Ja, es gibt einen Negativeffekt. Wenn jetzt die anderen Fraktionen alle für euch wären und wollten euch diese wunderbare Sache schenken, dann verliert ihr am Ende auch dadurch 30 Ansehen im Landsrat. Die Zeit ist fast abgelaufen.
Dann wollen wir uns mal eben den Status angucken. Wir haben aktuell 240 Ansehen im Landrat und die Atreides 130. Wir haben 100 der uns zur Verfügung stehenden Stimmen eingesetzt und 40 Einfluss. So, mit unserer Hilfe haben die Atreides diese Wahl gewonnen. Wie schön für sie. Sie bekommen dafür 30 Produktionen und Autorität jeden Tag und haben dank unserer Korruption 30 Ansehen im Landrat verloren. Da sehen wir auch direkt, welche Auswirkungen das hat. Das Ansehen im Landrat ist gestaffelt von 0 bis 500. Und bei 100 sind sie ganz knapp vor sehr niedrig. Und jetzt haben sie selbst schon sowieso Malus einzubüßen. Drittens und viertens. Ressourcenproduktion pro aktiver Miliz plus 5%. Das klingt schon mal sehr gut. Aber Ressourcenproduktion in Dörfern grundsätzlich minus 10%. Die Ressourcenproduktion in Dörfern der Hakon ist grundsätzlich um minus 10% reduziert. Hier haben wir zum Beispiel 17 Spice, während der Ernter eigentlich 19 produziert. Wir verlieren hier 10%. Solange wir keine Milizen im Dorf haben. Sobald wir aber Milizen rekrutieren, steigt der Output von 17 auf 19. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich bei plus 5%. Wir haben die minus 10% ausgehebelt, weil wir zwei Milizen drin haben und pro Miliz bekommen wir 5 zusätzliche Prozent an Produktion und durch die dritte Milizeinheit haben wir jetzt plus 5%, was hier aber nicht gut sichtbar ist. Das gilt für alle Dörfer. Auch hier haben wir zum Beispiel den Nachteil, dass die Plaststahlproduktion eigentlich 45 machen sollte, wir aber 47 haben, wahrscheinlich weil wir noch einen Bonus haben, hier plus 8 Stahl. Aber sobald die Milizen alle rekrutiert wurden, sind wir halt bei 55, also auch hier haben wir jetzt plus 5%. Das heißt also, für alle, die Hakon spielen, grundsätzlich eine der wichtigsten Forschungen. Verteidigungssysteme plus ein Platz für die Milizen. Es folgen die Auswirkungen bei den Erreichen der Schwellen von 5000 und 10.000 Hegemonie. Bei 5000 Hegemonie. Erstens, weise einen Agenten einer Mission zu, um deren Kosten und Vorbereitungszeit zu reduzieren. Der Agent wird geopfert. Das funktioniert dann wie folgt. Wir gehen auf Spionage. Schauen uns die Mission an, die wir unbedingt pushen wollen oder die wir schnell brauchen. Zum Beispiel die hier jetzt als Beispiel. Massenmanipulation. Kostet 500 Aufklärung und 500 Solari. Und dann können wir einen Agenten nehmen und hier draufsetzen. So, jetzt kostet die Mission nur noch 200. Und wenn wir die Mission halt starten, dann geht der Agent dabei drauf. Wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe es mir anders überlegt und breche die Mission wieder ab, passiert Folgendes. Der Agent ist tot und die Mission ist verloren und wir kriegen die Kohle und die Klamotten nicht zurück. Also überlegt weise, bevor ihr das tut. Zweitens, beim Töten einer militärischen Einheit des Feindes besteht eine Wahrscheinlichkeit von 5%, einen Agenten mit der Eigenschaft Gehirnwäsche zu erhalten. Während ihr euch also durch hunderte feindlicher Horden metzelt, kommt es immer mal wieder vor, dass ihr durch das Metzeln ab 5k Hegemonie-Freischaltung hier die Chance habt, einen Agenten zu bekommen mit der Fähigkeit Gehirnwäsche. Dieser Agent produziert 10% von allen Ressourcen weniger. Aber das macht auch gar nichts, dass ihr dadurch halt einen schwächeren Agenten habt. Erstmal sind wir dankbar für jeden Agenten, den wir bekommen können. Aber zum anderen ist das eben genau die Mechanik, die wir brauchen, dass wir schon mal sagen können, ich würde gerne mal diese Sache hier sehr günstig einkaufen. Und so könnten wir diesen Agenten dafür einsetzen. Der wird dadurch geopfert. So wie bei der anderen Aktion eben auch. Aber wir haben hier halt jetzt einen geschenkten Agenten, den wir ohne Probleme opfern können, ohne dass wir jetzt halt einen unserer wichtigen guten Leuten dafür opfern müssen. Weiter geht's mit dem Erreichen der Schwelle von 10.000 Hegemonie. Erstens, gewährt die Chance, einen Einsatz je nach Schwierigkeitsgrad nach dem Start nicht zu verbrauchen. Das sieht dann zum Beispiel wie folgt aus. Wir haben unsere Truppen zusammengezogen und sind bereit für den Angriff. Auf geht's. Sobald unsere Truppen den Bereich erreicht haben, setzen wir unsere Einsätze ein, in der Hoffnung, dass wir die nochmal bekommen. Erstmal die Kampfdroge, dann verstärken und auch noch zusätzliche Versorgungsmittel, damit unsere Vorräte hier nicht weiter schwinden, sondern wieder steigen. Und wie wir sehen, haben wir die Verteidigungssabotage
jetzt einen Cooldown drauf, aber wir haben den nochmal bekommen. Und sobald der Einsatz dann abgelaufen ist, können wir den jetzt nochmal einsetzen. Und jetzt ist er auch verschwunden. Zweitens, gewährt einen zusätzlichen Agentenplatz auf jedem fraktionsunabhängigen Feld. Alle Fraktionen besitzen in der Spionage maximal 3 Slots in den fraktionsunabhängigen Bereichen. Die Arkonnen haben ab Erreichen der Schwelle 10k Hegemonie hier 4 Slots, maximal 4 Slots. Das hat den Vorteil zum Beispiel, dass wir 4 Agenten auf Arrakis setzen können und dafür sorgen können, dass unser Autoritätsoutput weiter steigt, was es uns ermöglicht, uns schneller auszubreiten. Als Beispiel. Kommen wir nun zu den Ratsmitgliedern der Hakon. Als erstes hätten wir da Fate Rauter Hakon. Während mindestens ein verbündetes Dorf unter Unterdrückung steht, haben wir plus 10% Produktion von Einfluss und plus 100% Rekrutierungsgeschwindigkeit von Agenten. Außerdem erhalten wir 10 Einfluss für das Töten von Rebellen. Die Fähigkeiten von Fate spiegeln sich dann wie folgt wieder. Wir haben hier einmal aktuell 2 Minuten 22, bis der nächste Agent kommt und wir produzieren 4 Einfluss dank der Basis und des Agenten. Wenn wir jetzt Fates Fähigkeiten einsetzen, indem wir ein Dorf unterdrücken, dann fällt dieser Wert hier von 2 Minuten 22 dank Fate auf 1 Minute 40. Und der Einfluss steigt von 4 auf ja, 4, irgendwas, weil der Wert halt zu niedrig ist, 10%. Wenn ja 0,4 in dem Fall, also würden wir jetzt 4,4 machen, das zeigt er hier aber nicht an. Sollte es dann nach der Unterdrückung dazu kommen, dass sich hier Rebellen formieren und euch das Leben schwer machen und ihr gerade zufällig Truppen in der Nähe habt und diese dann niedermetzelt, was ihr sowieso vorhaben werdet oder machen müsst, dann bekommt ihr dank Fate jedes Mal, wenn ihr einen dieser Rebellen tötet, 10 Einfluss zusätzlich als Belohnung. Dankeschön, Fate. Und das sind dann die Fähigkeiten von Fate. Als zweites Ratsmitglied hätten wir dann Peter de Vries, Schattenantrieb. Ornithopter und Stealth Probes haben die Tarnung und generieren im Hoheitsgebiet des Feindes Aufklärung. Außerdem, du hast täglich eine Chance von 10% gefangen genommener Agenten pro Gegenspionageagent zu konvertieren. Zum einen haben wir dank Peter de Vries direkt von Anfang an die Einheit Tarnsonde zur Verfügung. Also wir könnten jetzt direkt von Anfang an eine Tarnsonde zuziehen. Normalerweise brauchen wir dafür eine bestimmte Technologie, die wir aber noch gar nicht erforschen können, weil der Technologiebaum noch gar nicht zur Verfügung steht. Aber dank Peter ist es halt möglich. Und zum anderen ist die Drohne, der Ornithopter hier, zusätzlich mit der Fähigkeit Infiltrationshopter ausgestattet. Das sorgt dafür, dass er halt im feindlichen Gebiet uns zusätzlich pro Tag 2 Aufklärung produziert. So, wir haben jetzt die feindlichen Grenzen erreicht und dank Peter de Vries wird unser Ornithopter uns jetzt bei der Aufklärungsproduktion mit 2 Punkten unterstützen. Jo. Und sobald er den Reihebereich wieder verlässt, sind wir wieder auf 4 Punkte. Gefangen genommene Agenten, so wie diesen hier zum Beispiel. Sarah wurde von uns gefangen genommen, gehörte zum Haus Atreides und hat jetzt die Chance natürlich, während sie gefangen ist, jeden Tag zu fliehen. Aber wir haben jetzt dank Peter de Vries, oder wir haben in dem Fall, wenn wir Peter de Vries bei uns im Kader haben, täglich auch die Chance, sie auf unsere Seite zu ziehen. Das sind dann die Fähigkeiten von Peter de Vries. Als nächstes Ratsmitglied hätten wir hier Glossuraban. Unbarmherzig. Milizenplatz plus 1 und minus 20% Milizenkraft. Zu Beginn an kann jede Fraktion in jedes Dorf 3 Milizen reinsetzen. Erst wenn wir die Forschung, wenn wir die Entwicklung Verteidigungssysteme erforscht haben, können wir ja, wie ihr bereits wisst, 4 Milizen in ein Dorf reinpacken. Dank Glossuraban können wir hier sogar mit der Forschung 5 Milizen in ein Dorf reinpacken. Das ist insbesondere für die Arkonnen natürlich von Vorteil, da sie ja pro Miliz 5% mehr Output bekommen und sowieso den Nachteil haben am Anfang, dass sie minus 10 haben ohne Milizen. Wenn wir jetzt wie hier in diesem Dorf zum Beispiel reinschauen, dann haben wir jetzt hier eine Plaststahlfabrik, die eigentlich 30 Plaststahl bringt.
Da wir hier aber Mineralien haben, bekommen wir 50% mehr. Da wir jetzt hier 5 Milizen drin haben, wird dieser Output natürlich noch weiter nach oben getrieben. Und zusätzlich kommt noch der Vorteil dazu, dass wir die Entwicklung hiesige Knotenpunkte hier haben, die dafür sorgt, dass Ressourcenproduktion im Dorf mit exakt einem Gebäude plus 40% ist. Ergo machen wir jetzt hier in diesem kleinen Dörfchen 72 plus Stahl. Der Nachteil von Glossurbanen spiegelt sich dann wie folgt wieder. Minus 20% Milizkraft. Das bedeutet, wenn ihr eine Miliz kauft, dann steht hier 12 Kampfkraft bei dieser hier zum Beispiel. Ist sie aber unterwegs, hat sie nur noch 10, weil sie 20% Kampfkraft verloren hat. Das ist aber halb so wild, denn wir haben ja eine Miliz mehr. Das hebelt sich also im Endeffekt auf. Der einzige Nachteil, den ihr wirklich habt, ist, ihr müsst eine Miliz mehr kaufen, die euch halt Ressourcen und so weiter kostet. Das ist aber auch nicht so schlimm, denn wir haben eine Miliz mehr und die bringt uns 5% mehr Output. Als letztes Ratsmitglied hätten wir dann hier Lakin Nefut oder wie auch immer der Mann ausgesprochen wird. Kanonenfutter ist seine Fähigkeit. 60% deiner Gesamtkosten für militärische Einheiten werden nach dem Tod zurückerstattet und Kosten von Kampfdrogen in der Mission minus 60%. Wer so kühn ist, eine Hauptbasis wie diese hier anzugreifen, der weiß, dass ein Teil seiner Armee diesen Angriff wohl nicht überleben wird. Das ist nicht nur für unsere Armee eine Katastrophe, wenn wir so viele Einheiten verlieren, sondern auch wirtschaftlich. Da ist es schon richtig von Vorteil, dass wir dank Lucky Nefut 60% der Kosten für jede Einheit zurückerstattet bekommen, was das Drama nur halb so schlimm wirken lässt. Und zusätzlich haben wir statt 150, die wir für eine Kampfdroge einsetzen müssen, auch nur geringere Kosten von gerade mal 60. Und das sind dann auch schon die Fähigkeiten von Lucky Nefut. Kommen wir nun zur Empfehlung bezüglich Ratsmitglieder der Hakon. Ich empfehle euch einmal Glossurbanen. Ihr habt dadurch einen Milizplatz mehr, das heißt anstatt 4 habt ihr 5 Milizen. Auch wenn die Milizen 20% weniger Power haben, wenn ihr 5 habt, ist dieser Negativwert direkt mit ausgehebelt. Und ihr sorgt dadurch, dass ihr die ganze Zeit innerhalb des Spiels 5% mehr Output habt. Das ist sehr effizient. Und zum anderen Lucky Nefut, weil ihr, wie ihr noch gleich sehen werdet, Einheiten in den Hakon habt, die darauf abzielen zu sterben. Und wenn wir dann grundsätzlich immer 60% erstattet bekommen, ist das wirklich erheblich. Zusätzlich benutzen wir als Hakon ununterbrochen oder so oft es geht die Kampfdrogen-Mission, weil die einfach richtig was raushaut. Die bringt den knackenden Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Anders wie bei den Atreides empfehle ich euch am Anfang bei den Hakon einfach 2 Soldaten zu nehmen. Die Soldaten haben die witzige Eigenschaft, dass je weniger Energie sie haben, desto mehr Schaden hauen sie raus. Ein einfacher Soldat macht 19 Schaden und wenn er erstmal die bestimmte Lebensenergie verloren hat, dann steigt sein Schaden auf bis zu 27 hoch. Die Kanoniere der Hakon haben die unsägliche Eigenschaft, dass sie 50% ihres Schadens an die eigenen Truppen verteilen. Sie haben zwar auch wieder den Vorteil, dass sie die Rüstung des Gegners droppen können, also 30%ige Chance, die Rüstung des Gegners zu demolieren. Aber die eigenen Truppen halt ebenfalls mit zu demolieren, ist wirklich kein ausschlaggebender Vorteil. Und für den Anfang reicht das auch so aus. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was die Hakon theoretisch an Schaden raushauen könnten. Wir greifen jetzt mal mit der ganzen Truppe hier die Basis an. Dazu gucken wir, dass wir unsere Drohnen so nah wie möglich ans Feuer positionieren, dass sie auf jeden Fall Schaden kriegen, denn die sollen bitteschön dabei draufgehen. Das ist unsere Soll-Sterben-Einheit. Dazu setzen wir die Kampfdroge ein. Wenn diese Drohnen jetzt sterben, dann sorgen die beim Tod dafür, dass kämpfende Einheiten in der Nähe 20% mehr Kraft kriegen und Panzerung. Zusätzlich freut sich der Scharfsrichter hier über jede Einheit, die stirbt. Das ist egal, ob das eine freundliche oder eine feindliche Einheit ist. Immer wenn eine Einheit stirbt, bekommt der Scharfsrichter einen Bonus, seinen Kopfgeldjäger-Bonus. Zusätzlich bekommt er von der Kampfdrohne die Kampfanalysen-Bonus. So, jetzt haben wir schon einige Einheiten hier verloren, wie man sieht. Jetzt gucken wir uns mal unseren Scharfsrichter an. Dieser hat bereits 5-mal seinen eigenen Kopfgeldjäger-Trigger ausgelöst und 2 Kampfanalysen bekommen.
Dadurch ist sein Schaden auf 69 angeschwollen. Das ist unheimlich. Die Jungs machen unheimlich Pain. Wenn es richtig läuft, dann werden die unheimlich stark. Das ist echt faszinierend. Also die Arkonnen können sehr wohl ziemlich böse ausarten, so wie es das hier ausschaut. Dazu braucht ihr halt Drohnen, Scharfsrichter und eventuell habt ihr noch andere Einheiten, die in der Entfernung noch ein bisschen was ausrichten, beziehungsweise Unterstützungseinheiten. Aber rein theoretisch könnte es auch anders aussehen. Nämlich so. Wir haben 5 Tarnsonnen, 5 Scharfrichter, ein Kanonier dabei und 2 Cerberus. Die Cerberus haben noch die nette Eigenschaft, dass wenn sie kurz davor sind zu sterben, dass aus einem Cerberus 3 Cerberus werden. Das freut den Scharfrichter, dann ploppt sein Attribut direkt 3-mal. Auf in die Schlacht. So, dann wollen wir mal gucken, wie viel maximal Schaden wir hier raushauen können für die Jungs. So, dieser Scharfrichter zum Beispiel ist jetzt ein perfektes Beispiel dafür. Die anderen sind jetzt bedauerlicherweise fast schon alle verreckt. Aber der Scharfrichter hier hat 5 auf seinen Trigger und 4 auf der Kampfanalyse und ist bei 76 Schaden. Also das ist brutal, das ist richtig krass. Da kommen die Atreides nicht mal im Traum hin. Also das ist schon richtig krass. Heftig, was ein Wert. Wenn es jetzt noch eine Möglichkeit gäbe, dass sie sich heilen könnten, dann wäre es noch schlimmer, aber diese Fähigkeit haben die Harkonnen leider nicht. Aber das ist halt theoretisch das, was ihr mit den Harkonnen raushauen könnt. So, Freunde, das war's jetzt mit dem Tutorial zu den Harkonnen. Wir haben die ganzen Fraktionsboni kennengelernt, sowie was bei den Schwellen von 5.000 und 10.000 Hegemonie auf uns zukommt, welche Vorteile wir dadurch ziehen. Alle Ratsmitglieder habe ich erklärt und die ganzen Einheiten. Baron Wladimir Harkonnen und seine heftigen Truppen haben es in sich richtig eingesetzt, sind die Harkonnen ziemlich brutal. Als nächstes kommt nun der Schmuggler am Start mit seiner Geschichte, was den Schwarzmarkt angeht und noch sonstigen Assen, die er so in seinen Ärmel mit sich rumschleppt. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich wünsche wie immer viel Spaß und danke fürs Zuschauen.